einfach ein Stromkreislauf, also da die Batterie, die Kabel. Wenn die Neunjährige die Welt der Roboter erklärt, dann sind die Smart Girls am Werk. Die Salzburger AG hat auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Alphazone mehrere einwöchige Robocamps organisiert. In diesen lernen Kinder von 9 bis 11 Jahren die Welt der Technik kennen. Zum ersten Mal waren heuer mit den Smart Girls gleich zwei reine Mädchengruppen am Start. Wir haben Roboter gebaut, wir haben gelernt, was in dem Roboter ist und wir haben Programmieren gelernt. Wir machen ein Roboterprojekt mit selbstgedruckten 3D-Teilen, mit echten Bauteilen, also nichts Lego oder so. Und wir bauen das zusammen und versuchen das dann zu programmieren. Und das halt schrittweise und spielerisch, sodass die Kinder gar nicht merken, dass sie ganz, ganz viel lernen in der ganzen Woche. Und das ist so der Inhalt und die Kinder sind da voll dabei. Ja. Es geht darum, Mädchen in die Technik zu bringen, in die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Warum? Einerseits, weil Mädchen genauso wie Buben mündig mit diesen Themen umgehen müssen und weil die gesamte Wirtschaft und insbesondere auch wir, die Salzburger AG, verstärkt Arbeitskräfte in Zukunft in diesen Bereichen brauchen werden. Die Mädchen haben es schon nach wenigen Stunden richtig drauf. In den ersten Tagen wurden die Roboter gebaut, am vierten Tag lernen sie dann zu tanzen. Das richtige Programm wird noch schnell hochgeladen und dann geht's los. Ich habe das einfach schon voll cool gefunden, dass man einfach so Roboter bauen kann und dass sie dann auch noch so viel lernen. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal hier und ich kann es nur empfehlen, es ist so lustig. Ich lerne immer was Neues und da hat sich bis jetzt noch nie was wiederholt. Ich finde es großartig, was ich hier sehe. Ja. Es klingt nach viel Spaß und Freude und nach einem bleibenden Erlebnis für die Kinder. Also gewaltig, ich bin total begeistert. Also wir haben heuer zum ersten Mal ein reines Mädelcamp, wo ich einfach merke, die Mädels haben vielleicht sind eine Spur ruhiger wie die Burschen und lassen sie weniger schnell ablenken. Also die Konzentrationsspanne ist im Schnitt ein bisschen höher und die Ergebnisse sind gewaltig. Also die behalten die Sachen super, super schnell und super lange und macht total viel Spaß. Ja. Der Lernstoff kommt teilweise aus dem ersten Semester des Informatikstudiums. Egal ob Roboterbau oder IT-Fachbegriffe, für die Smart Girls kein Problem. Ja, ich bin sehr Technikfanat. Ich liebe die Technik und ich habe auch zu Hause sehr viele Roboter schon gebaut und mir macht das einfach sehr viel Spaß. Einfach das Zauberwort ist wirklich das Spielerische. Man muss es halt oft anders erklären wie ein Erwachsener. Man vergleicht es halt mit einer Box, wo Münzen drin sind, ist halt viel leichter zum Erfassen, wie wenn ich sage, eine Variable x, die jetzt plötzlich einen Wert hat oder so. Ja, mit dem können die Kinder weniger anfangen. Aber wenn sie das dann begriffen haben, dann taugt es einer selbst so und dann nehmen sie auch diese Fachbegriffe auf, weil sie dann natürlich richtig stolz sind, dass diese Fachbegriffe dann begreifen und auch wieder anwenden können. Mit Stolz und einem selbstgebauten Roboter haben die jungen Mädchen im Robocamp richtig Lust auf Technik bekommen. Zumindest einige davon wird man wohl künftig auch in technischen Berufen sehen. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich will unbedingt genau was mit Robotern und so machen. Also es ist ein großer Aufruf an alle Mädchen, diesen Weg einzuschlagen und sich bald und in Zukunft bei uns zu bewerben als Trainee, Praktikant und später auch als Angestellter.